Der Inzidenzwert unter den Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat einen neuen Höchstwert erreicht. Seit gestern meldeten die Gesundheitsämter 78.022 Ansteckungen. Das sind 22.000 mehr als noch vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit auf 497,1, die Hospitalisierungsrate auf 3,23. Nach Angaben des RKI wurden 235 weitere Todesfälle gemeldet. 60,3 Millionen Menschen sind inzwischen mindestens zweimal geimpft.